Wenn du gerade erst mit dem Trading gestartet sein solltest und erste Erfahrungen im Bereich des Trading sammeln möchtest und das komplett ohne Risiko, dann ist dieses Video wie für dich gemacht. Wir sprechen heute über das Paper Trading an sich und über das Paper Trading in der Charting-Plattform TradingView. Damit nochmal hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Felix Hüffelborn von Wir machen Trader. Ich bin aktiver Daytrader und Trading Coach bei wirmachentrader.de. Wir wollen über das Paper Trading sprechen im Allgemeinen, aber dann natürlich auch direkt in TradingView, einer sehr bekannten Charting-Plattform, eintauchen, wo ich dir nochmal zeigen kann, wie du das einfach und effektiv umsetzen kannst. Paper Trading ist natürlich auch unter dem Begriff Demo Trading bekannt. Warum Demo Trading? Weil wir sozusagen das Trading demonstrieren und einfach testen können. Der Vorteil liegt auf der Hand. Wir nutzen sozusagen Papier, Paper Trading, um risikofrei mit Spielgeld, also nicht mit Echtgeld, dort zu arbeiten und das Ganze zu üben. Das ist also eine sehr effektive Übungsform, die man nutzen kann. Natürlich erstmal auch, um sich mit unterschiedlichen Dynamiken, mit unterschiedlichen Begriffen und Abläufen vertraut zu machen. Soll bedeuten, wir müssen natürlich erstmal auch ein Verständnis davon bekommen, wenn ich irgendwo einsteigen möchte. Beispielsweise hier im Hintergrund schon bei der Aktie von Tesla. Ich möchte das Ganze jetzt kaufen. Welche Order muss ich nutzen, um das zu kaufen? Also erstmal ein ziemlich einfaches Grundverständnis für jeden Anfänger und jede Anfängerin. Und dementsprechend ist es wichtig, sich erstmal damit vertraut zu machen. Und das sollte man natürlich auf jeden Fall komplett ohne Risiko machen können. Wie wir gleich sehen werden, ist das einfach möglich in TradingView. Dementsprechend, Begründung ist, wir haben sozusagen ein virtuelles Brokerkonto. Es ist komplett kostenlos, das auch zu testen. Und es ist natürlich auch kostenlos, weil wir dort sozusagen nur virtuelles Geld erarbeiten, damit spielen und damit üben können. Das ist also der große Vorteil. Es gibt natürlich auch viele Anbieter, mit denen wir das machen können. Wir sprechen über die Charting-Plattform TradingView, zu der wir dir schon ganz viel gezeigt haben, hier auch auf unserem Kanal. Dazu nochmal ein paar Links oberhalb, zu denen du dich auch vertraut machen kannst, aber heute im Detail eben über das Paper Trading hier. Wir empfehlen das Paper Trading auf jeden Fall auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen innerhalb unserer Ausbildung. Zum gewissen Zeitpunkt ist es wesentlich, natürlich zu dem genannten Zeitpunkt, den ich gerade schon erwähnt habe, eben wenn man erstmal das Wissen von uns bekommt, indem man auch dann das Wissen bekommt von den jeweiligen Strategien und dann diese Strategien für sich testen kann. Man möchte Vertrauen aufbauen, man möchte das selbst üben, man möchte die Dynamik verstehen und dann macht es eben super Sinn, das erstmal in einem Testumfeld zu schaffen, in dem wir nichts riskieren müssen. Später, wenn wir dann sehen, okay, unsere Ergebnisse sind erfolgreich und das sehen wir, weil natürlich da auch Statistiken aufgenommen werden, dann können wir eben ins Live-Konto starten und Live-Konto wechseln. Aber auch dann, selbst wenn wir uns eben im Live-Konto befinden, macht es Sinn, gewisse Dinge immer mal wieder zu üben. Da also auch richtet sich das Paper Trading an fortgeschrittene Trader, weil wir natürlich auch als fortgeschrittene Trader, wie ich es bin, nach selbst 11 Jahren, mache ich mal immer wieder Trades im Demo-Trade, einfach um gewisse neue Strategien, gewisse neue Ideen von der Dynamik zu lernen, wie läuft das ab, wie bewegt sich ein gewisses Chartmuster und könnte jetzt das einfach komplett entspannt, ja, vielleicht auch nur mit einer Aktie handeln, weil ich weiß, okay, Risiko, erstmal kein Ding für mich, es geht nur darum, wo würde ich einsteigen, zu welchem Zeitpunkt würde ich einsteigen und würde sozusagen einfach den Chart markieren an der Stelle eben mit meiner Order. Wir wollen uns jetzt ferner hier das Paper Trading wirklich in TradingView anschauen und hier mal direkt in den Chart springen. TradingView, wie gesagt, eine bekannte Charting-Plattform, tradingview.com, auch alles auf Deutsch natürlich übersetzt. Dazu findest du viele Videos von uns und natürlich auch Blog-Einträge in unserem Blog auf www.wirmachentrader.de. Wir schauen uns jetzt einmal das Paper Trading an. Und zwar findest du es hier unten. Ja, hier unten ist die Paper Trading Konsole. Ich werde das Ganze jetzt einmal hier trennen, damit du das auch siehst, wie das funktioniert. Ja, wenn du also das erste Mal vielleicht hier unten auf das Trading Panel gehst, dann hast du eben die Möglichkeit, hier einen der zahlreichen Broker auszuwählen. Wir wollen jetzt kein Echtgeld-Broker hier nutzen, sondern wir nutzen die integrierte Funktion von TradingView, das Paper Trading. Und wir klicken einfach nur Verbinden.
Wenn du hier draufklickst, öffnet sich nochmal dieser Dialog und wir klicken nochmal auf Verbinden und sind sozusagen mit dem Paper Trading, also mit dem Spielgeld verbunden. Was du hier siehst, ist eine Demonstration, die wir auch für unseren neuen Blogartikel gemacht haben. Das heißt, alles, was ich dir hier gerade erkläre, in Videoform findest du auch nochmal ausführlich in unserem Blog. Du hast eben jetzt hier die Möglichkeit, die ersten Einstellungen vorzunehmen. Und diese ersten Einstellungen, ziemlich einfach, da haben wir die Möglichkeit, und das würde ich auch jedem empfehlen. Es ist zwar ein Demonstrationsumfeld, es ist zwar Spielgeld, aber wir wollen nicht nur spielen, wir wollen nicht nur Spaß haben, das ist hier nicht das Casino, sondern wir wollen es zu Übungszwecken nutzen, die uns langfristig eben auch dienen. Das bedeutet, wir sollten das Demo-Trading, und das ist mein Tipp an dieser Stelle, immer so realistisch wie möglich halten und um uns auch da eben auf gewisse Bereiche vorzubereiten, eben auf das Live-Konto. In diesem Fall würde ich dir dann also empfehlen, wenn du gerade erst startest, schau und überleg mal, mit welcher Kontogröße möchtest du später eben starten. Ja? Das heißt, du würdest hier auf das erste Dialogfenster klicken, nochmal, also Paper Trading, gehst auf das erste Submenü Paper Trading Konto zurücksetzen, klickst da drauf und hast jetzt die Möglichkeit, sozusagen alles hier zu löschen und eben dein Konto neu einzustellen. Ja, für diese Demonstration haben wir das Konto auf 2000 Dollar gesetzt. Also dementsprechend würdest du einfach hier draufklicken, gibst hier 2000 Dollar ein und sagst zurücksetzen. Zu diesem Zeitpunkt ist dein Kontostand komplett zurückgesetzt. Ja, dein Kapital also gleich dein Kontostand. Und erst wenn du dann eben einen Trade eingehst, würde es sich hier zum Positiven oder Negativen verändern. So, dann haben wir ferner die Möglichkeit, Orders zu platzieren. Ja? Du siehst hier auch erstmal unten das Positionsfenster, Orderfenster, Verlauf, Kontoverlauf, Trading, Tagebuch. Ja? Wir wollen uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir das vernünftig einstellen. Ja? Wir haben jetzt zum ersten erstmal hier die Beträge eingestellt, also unseren realistischen Kontostand. Und das Zweite, was ich durchaus empfehlen würde, was man nicht machen muss, ist die Kommissionseinstellung. Kommissionseinstellung bedeutet, was würde ich auch für Demo-Zwecke von jedem Trade abziehen wollen, weil wir ja später im Echtgeldhandel für unsere Orders, für unsere Aufträge eben Geld zahlen. Bedeutet, wir klicken drauf und wir können Kommission ins Paper Trading einbeziehen, anklicken und wir können das einmal als fixen Betrag machen und wir können das einmal als prozentualen Betrag machen. Ja? Hier würde ich vielleicht empfehlen, einfach mal bei deinem Broker zu schauen, was du hast an Kommission und das dann einfach einzutragen, sofern notwendig. Ja? Vielleicht machst du 1 Dollar pro Order, was auch immer es für deinen Fall eben ist. Das ist das Zweite, damit macht es das Ganze noch realistischer. Und dann kommen wir schon zum Bereich, nämlich hier Paper Trades in TradingView ausführen. Und das ist relativ einfach. Wir haben dazu 3 Möglichkeiten. Ja, ich aktiviere mal kurz hier eine weitere Möglichkeit, denn Rechtsklick in den Chart, wir klicken auf Einstellung und im Submenü Trading haben wir die Möglichkeit, hier auch visuell etwas zu machen. Ich habe das bewusst im Vorfeld deaktiviert. Wir können aber auch hier oben nochmal die Buy and Sell Buttons aktivieren. Und wir können unterschiedliche Erscheinungsweisen hier auch zeigen. Ja, wir können die Position anzeigen hier. Du siehst das hier in unserem Testbeispiel hatten wir eine Aktie von Tesla. Du kannst Profit und Verlust anzeigen. Du siehst das hier rechts für die offenen Positionen. Und du siehst auch, das können wir einmal in Ticks anzeigen lassen, in prozentuale Veränderungen. Also wie viel ist der Aktienkurs hier gestiegen oder gefallen, basierend auf unserer Position und so weiter und so fort. Ja, wir können Umkehr-Button, den können wir auch aktivieren. Damit können wir also die Position umkehren. Mit einem Klick würden wir also vielleicht aus Long, also auf steigenden Kursen, eine Aktie, auf fallende Kurse eben eine Aktie setzen. Ja, das sind also Möglichkeiten, um zu zeigen, wir können den Chart einstellen. Ausführung können wir auch anzeigen. Wir sehen das hier, wurde der Trade sozusagen ausgeführt im Vorfeld und wir können das auch beschriften. Dann würden wir sehen, okay, Sell eine Aktie zum Preis von 198,58. Ja, das ist also diese Ausführung, die wir hier für unser Tutorial gemacht haben.
Und wir sehen seitdem, ja, 198, 58 eine Aktie geschortet. Ziemlich guter Einstieg hier, fast das Tageshoch, gehen wir runter und sind jetzt sozusagen 6 Dollar im Plus. Bei einer Aktie entspricht das natürlich einem nicht realisierten Gewinn von 6 Dollar. Das also die Möglichkeiten, die wir hier erstmal einstellen können im Charteinstellungsmenü und dann im Submenü Trading. Wir haben jetzt also ferner die Möglichkeit, hier direkt drüber Sell Market, also auf fallende Kurse zu setzen, was sozusagen einer Short-Position entsprechen würde. Wir haben gleichzeitig die Möglichkeit, einfach eine Buy Market Order auszuführen. Und das wird natürlich jetzt dazu führen, wir befinden uns in einer Short-Position aktuell hier in diesem Beispiel mit einer Aktie. Kaufe ich jetzt also eine Aktie, würde ich aus der Position rauskommen. Ich würde sie egalisieren, auflösen, weil ich ja minus eine Aktie sozusagen bin, netto negativ, ja, weil ich shorte, kaufe eine Aktie und dann bin ich sozusagen hier auch mit dieser Aktion aus dem Trade raus. Das ist ziemlich schön, weil wir sozusagen auch realistisches Order Handling damit üben können. Soll bedeuten, manchmal ist es so, wir können immer nur über den Trade selbst gewisse Dinge machen. Aber in Realität ist es meistens so, dass wir ja einfach rechnen können. Wir haben eine Position von vielleicht 100 Aktien. Dementsprechend sollte es auch eigentlich faktisch möglich sein, einfach mal davon 50 zu verkaufen, 20 zu verkaufen. Und das nicht immer nur verknüpft eben mit diesem einen Auftrag, mit dieser einen Position, was eben in vielen Anfängerplattformen möglich ist. Ja, das ist also mehr, wie es auch in fortgeschrittenen Plattformen der Fall ist. Und realistischer ist, dass wir auch einfach sagen können, Teilpositionen verkaufen, hinzufügen und so weiter und so fort. Wir haben also die Möglichkeit, darüber einen Auftrag einzugehen. Ferner haben wir die Möglichkeit, einfach einen Rechtsklick zu machen und zu sagen, Trade bei Tesla 175,03 und Sell mit dem Stop. Das Interessante dabei ist, TradingView prüft direkt, wo sozusagen mein Rechtsklick gemacht wurde. Wir können ja rechts einmal auf die Y-Achse schauen und sehen, jetzt habe ich sozusagen die 187,72. Und wenn ich jetzt einen Rechtsklick mache, dann ist das der Wert, der hier auch in diesem Submenü erscheint. Das ist ziemlich gut, denn jetzt könnten wir ja schon denken, okay, wenn ich jetzt ein Buy-Limit hier unten hinsetze, dann ist das sozusagen automatisch mein Ziel. Ja, ich mache mich hier vertraut mit dem Bereich, ich bin in einer Short-Position, das Gegenteil von einer Short-Position ist sozusagen eine Kaufposition. Ich habe minus eine Aktie, gehe also plus eine Aktie, minus 1 plus 1 ergibt 0. Das ist sozusagen nichts anderes, diese Buy-Limit-Order in diesem Fall als ein Take-Profit. Ja, wir kennen das, Take-Profit ist eine Beschreibung der Funktion. Aber in diesem Fall ist mein Take-Profit automatisch eine Buy-Limit-Order. Ja, und ich könnte die ganz einfach verschieben und ich könnte die auch schon in den Zielbereich hier reinrutschen lassen. Der Markt ist aktuell hier geschlossen zum Zeitpunkt, während ich dieses Tutorial durchführe. Dementsprechend sehen wir jetzt hier nichts, aber wir sehen letztendlich, dass diese Order modifiziert ist. Wir können jetzt hier unten auch nochmal ins Paper Trading Submenü reingehen und wir sehen, dass wir aktuell diese offene Position von Tesla eben haben und im Bereich Orders kommt sozusagen diese offene Order rein. Ja, das ist keine Order, sondern das ist ja meine Position. Diese Position als solche könnte ich eben schließen auch. Ja, ich gehe hier, hover hier drüber mit meiner Maus und es sagt mir direkt auch an, was wir machen können. Wir können diese Position schließen. Wir können einen Stop-Loss hinzufügen, also sozusagen eine Order direkt hier mit diesem Auftrag verknüpfen und wir können auch einen Take-Profit hinzufügen. Aber wie ich dir gerade auch gezeigt habe, wir müssen das nicht so machen, den Take-Profit so hinzufügen, sondern wir können einfach selbst auch überlegen, was wäre hier ein Take-Profit und wir können den dann selbst sozusagen hier auch Teilpositionen eben verkaufen. Und angenommen, wir hätten jetzt 100 Aktien, könnten wir überall eine Aktie hinlegen, ganz, ganz viele und die würden immer davon dann von unserer Position eben auch abziehen. Ich kann das auch einfach wieder löschen, entweder hier Auftrag abbrechen oder eben, wenn wir hier runtergehen in Orders, in aktive Orders. Hier rechts habe ich eben auch die Möglichkeit abzubrechen. Natürlich kann ich auch immer modifizieren. Dann sehen wir schon direkt die nächste Möglichkeit. Die öffnet sich nämlich hier rechts am Rand. Ja, da findest du das Order-Panel und kannst einfach draufklicken und du findest dann auch hier die
Möglichkeit, diese Order eben anzupassen. Wir klicken hier nochmal drauf, haben direkt diese Order und wir können jetzt beispielsweise hier den Preis einfach noch tiefer legen, können Order bearbeiten machen und du siehst aber auch, dass sich das dann automatisch direkt hier alles ändert. Was können wir noch machen? Wir können natürlich diese Orders ausführen, die direkt mit meiner Position auch verknüpft sind. Der Vorteil dessen ist natürlich, dass wenn eins oder das andere passiert, wir kennen das häufig als one cancels the other, also eine OCO-Order, dann ist eins von beiden eben möglich. Wir können einmal nur einen Stop-Loss setzen. Der Stop-Loss, wir erinnern uns, wir sind in einer Short-Position, der Stop-Loss muss also oberhalb des Preises sein. Damit ist sozusagen unser Risiko definiert und schön ist jetzt natürlich auch, wenn wir drüber gehen, zeigt uns hier dieser Hover-Effekt direkt an, es ist ein Stop-Loss, wir würden hier 12,83 US-Dollar verlieren oder prozentual bei der Aktie 6% verlieren. Ja? Wir können gleichzeitig diesen Take-Profit setzen und sagen, okay, hier möchte ich einen Take-Profit machen, zu dem Zeitpunkt würde ich eben 19 Dollar gewinnen, 10% in der Aktie, also 10% fallende Kurse. Und das wäre hier dann das Ziel meines, meiner Position. Und das Schöne ist jetzt, dadurch, dass ich es direkt jetzt mit der Funktion gemacht habe, hier zu verknüpfen, eben mit dieser Option hier, dass wenn eins davon passiert, es schließt automatisch natürlich meine Position, es hat die Information meiner Position und wenn beispielsweise das Stop getriggert wird, dann ist natürlich auch direkt meine Order vom Take Profit weg. Wenn mein Take Profit zuerst getriggert würde und ich hier einen Gewinn realisiere, dann ist natürlich auch jetzt hier automatisch der Stop Loss weg. Denn wir erinnern uns, machen wir das nicht so und wir würden das sozusagen selbst machen. Wir haben also hier Rechtsklick. Wir sehen, okay, es ist ja keine, was ist es? Ja, es ist eine Buy Stop Order. Unser Stop Loss ist eine Buy Stop Order. Zu einem gewissen Stoppreis oberhalb des Preises würden wir kaufen. Wir sind minus eine Aktie, wir wollen auf 0 kommen. Das machen wir, indem wir kaufen, also minus 1 plus 1. Das ist also genau das Gleiche, Buy Stop. Und hier hätten wir sozusagen eine Buy Limit Order. Ja? Und das würde eben bedeuten, das ist jetzt das Gleiche wie gerade, aber diese Orders sind nicht miteinander verknüpft. Soll bedeuten, wenn wir jetzt ausgestoppt werden, ja, können wir exakt den gleichen Preis einstellen, exakt die gleiche Funktionalität. Es ist auch eine Market Order und so weiter und so fort. Aber wenn wir jetzt hier getriggert werden, dann steckt weiterhin diese Aktie oder dieser Auftrag im Markt. Das heißt, in diesem Fall kann man ein bisschen dynamischer handeln, ist ziemlich gut. Aber wir müssten dann untersuchen, eben, sind noch Orders offen, die nicht offen sein sollen. Denn es kann sein, wir gehen aus dieser Position raus, wir haben unseren Verlust realisiert, es geht zurück und auf einmal sind wir im Buy-Limit. Wir sind dann plus eine Aktie, nachdem wir ja vorher verloren haben. Und dazu, zu dieser Order, haben wir jetzt nicht aufgepasst und haben keinen Stop-Loss. Ja, deswegen müssen wir das üben und müssen auch verstehen, was ist. Das Einfachste also einfach direkt hier von Stop-Loss, Take-Profit zu generieren und das dahin zu verschieben, wo wir möchten. Haben, wie gesagt, die Möglichkeit auch hier den Auftrag direkt zu schließen oder den Auftrag auch in Position zu schließen. Und wir haben immer die Möglichkeit, und das ist die dritte und letzte Möglichkeit, hier rechts auf das Order-Panel zu gehen und hier eben uns mit den verschiedenen Aufträgen vertraut zu machen. Da eben die Möglichkeit zu sagen, okay, wir kaufen at market, buy at market wird jetzt dazu führen, dass wir hier aus unserer Position rausfliegen. Oder wir machen einen neuen Auftrag, entfernt von dem Marktpreis. Das ist also eine Limit Order und diese Limit Order könnten wir jetzt auch beispielsweise einfach auf die 87 legen. Und wie vorher auch schon, hier eben die Möglichkeit, direkt dafür einen Stop Loss zu definieren. Ja, dieser Stop-Loss wäre vielleicht dann hier auf der 86,50 und das Ziel, sofern wir das vergeben möchten, können wir auch direkt reintragen. Ja, sehen also, hier hätten wir jetzt einen komplett neuen Auftrag, ein Buy-Limit mit einem ganz knappen Stop darunter, aber können den natürlich auch jederzeit modifizieren und könnten auch dann jederzeit einen Take-Profit davon modifizieren. Ja, das ist also ein komplett neuer Auftrag, den wir jetzt hier zu diesem Zeitpunkt löschen. Und natürlich auch die Möglichkeit, jederzeit hier einen Stop-Auftrag zu machen. Beispielsweise unterhalb des Preises würden wir mehr shorten, also zur Position hinzufügen, verkaufen sozusagen, aber erst, wenn beispielsweise hier diese Struktur gebrochen würde. Soll bedeuten, wir wollen vielleicht Stop
Verkauf machen zum Preis von, ja, was ist es, 184 Dollar vielleicht. Und dann würden wir sozusagen zum Trade hinzufügen. Zu diesem Zeitpunkt kommen wir heute vielleicht dahin. Dann würden wir noch mehr verkaufen, ja, haben also minus 1, nochmal minus 1, sind wir bei minus 2 Aktien, hätten unsere Position verdoppelt. Unser Durchschnittspreis wird runterkommen, dementsprechend ja unsere Kostbasis. Und dann müssten wir unseren Stop-Loss eben wieder hier anpassen. Das ist also auch eine Möglichkeit, ziemlich dynamisch mit allen Ordertypen uns vertraut zu machen. So, ja, ich hoffe, du hast jetzt eine gute Einschätzung davon, was das Paper Trading ist, was es für dich tun kann und wie du das Ganze mit TradingView, mit der Charting-Plattform TradingView umsetzen kannst. Das war's von meiner Seite. Solltest du zu diesem Thema Fragen haben, dann wie immer gerne unten einfach in die Kommentare schreiben. Hinterlass auch, ob dir das Ganze gefallen hat oder eben nicht, ja, was man beim nächsten Mal vielleicht hier adressieren könnte. Solltest du das Ganze noch nicht getan haben, dann abonniere jetzt unseren Kanal, dass du keine spannenden Themen hier mehr verpasst und schau natürlich auch nochmal auf unserem Blog wirmachentrader.de/blog vorbei, um da dich unter anderem hier mit dem Artikel entsprechend für dieses Tutorial vertraut zu machen und das auch nochmal in Ruhe nachzulesen. Diese Ressource werde ich dir hier auch nochmal unterhalb dieses Videos verlinken und dann sage ich bis zum nächsten Mal und mach's gut.